Naja, kann ja mal passieren. Dann müsste ich ja nämlich von Twitch runterladen, wenn das nicht geht. Ja. Extra hier. Vielleicht machen wir das. Aber klar. Gondel mit Shock Jockey. Ah, da. Die Gondel kommt. Er wird dich im Stich lassen, meine liebe Elizabeth. Sobald er hat, was er will, ist er weg. Was kann man von einem Lügner und Frauenmörder anders erwarten? Vater, Prophet, was immer Sie sind, ich gehe und Sie können nichts tun, um mich aufzuhalten. Oh, mein liebes Kind, da täuschst du dich. Jetzt? Hohe Locke, denn der Tod hat keinen Stachel. Ah, da ist die Gondel, okay. Gnade ist Sache des Herrn. Autsch. Oh. Mal ansehen. Das ist alles? Keine große Herausforderung. Geschafft. Brauchen wir Geld? Ja. Okay. Danke. Ein bisschen Wasser, aber okay.
als Sie da am Strand ohnmächtig waren, da haben Sie immer einen Frauennamen gesagt. Anna. Darüber will ich nicht reden. Tut mir leid. Es geht mich auch nichts an. Woher stammen Sie, Mr. DeWitt? Aus New York. Was haben Sie dort gemacht? So was Ähnliches wie hier. Nichts, was man unbedingt in seinen Lebenslauf schreibt. Ich bin froh, dass Sie hierher gekommen sind. Was meinst du, wieso ich hier bin? Ich habe gespielt. Jetzt habe ich Schulden bei den falschen Leuten. Ich bin hier, um sie loszuwerden. Was denkst du, wieso ich dich hier raushole? Aus Wohltätigkeit? Wer schickt sie? Leute, die meine Schulden übernehmen. Im Austausch gegen dich. Ja. Peinliche Stille. Wo ist er? Hat er Max? Hat er mit? Das ist sehr gut. Wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Und was haben wir da? Ich fühle die beide nicht. Ich verwende die Dinger nicht. Hier mal das Touristending. Noch ein Lift? Okay. So, man nennt sie also den falschen Hirten. Und ich das Lamm. Lassen Sie uns das nicht tun. Von mir aus. Was denken Sie, woher die wussten, dass sie kommen? Entweder die hatten einen Propheten in ihren Reihen. Aha. Oder die Plakate sind von meinen Auftraggebern. Wieso? Keine Ahnung. Reality TV. Oder sowas. Oh. Dann machen wir wieder ein bisschen Schild zuerst eigentlich. Aber nochmal eben. Perfekt! Perfekt! Okay. Das ist das Schiff. Mehr gibt es nicht. Okay. Okay. Ich will Paris sehen. Ich will alles sehen. Tja, das kannst du jetzt auch. Es gibt niemanden. Moment, was soll das? 40 Nord, 74 West? Das ist nicht Paris, das ist New York. Woher weißt du das? Zeit war alles, was ich in dem Turm hatte, Mr. DeWitt. Zeit zum Lernen, etwa Geografie. Ich hatte Schulden. Und dann kam einer an und sagte, er tilgt meine Schulden.
Im Tausch gegen dich. Na komm, es... Na komm. Alles wird gut. Los, dreh dich um und sprich mit mir. Wir können... Da gehen wir mit einem Schlag K.O. Ist auch interessant. Da haben wir Leben bekommen. Ist zu viel. Feinde. Okay, die haben ausgeschaut wie eine spezielle Sekte. Oh, Scheiße! Daisy, die frische Luft hat geholfen, der hier ist wach. So, du bist also dieser berühmte falsche Hirte. Ja. Hast schwer Krawall gemacht bei der Verlosung. Bist du Fitzroy? In Person. Ich habe nichts gegen dich oder deine Vox Populi. Aber das hier ist mein Luftschiff. Und ich brauche es dringend. Wirklich? Für mich sieht's nämlich wie ein Luftschiff von Comstock aus. Hör zu, ich will keinen Streit. Es gibt bereits Streit, DeWitt. Die Frage ist, zu wem hältst du? Comstock ist der Gott der Weißen, der Reichen, der Erbarmungslosen. Wenn du zum einfachen Volk hältst, komm zur Vox. Wenn du zu den Aufrichtigen hältst, komm zur Vox. Ich will nur mein Schiff. Und die Vox wird es dir geben. Doch erst musst du der Vox helfen. In Finkten unten, da gibt's einen Waffenschmied, der uns mit Knarren versorgen kann. Hol sie bei ihm ab. Dann bekommst du dein Schiff zurück. Elizabeth finden, bevor es zu spät ist. Mann. Die Frage, die ich von Arbeitern am häufigsten höre, ist die, dass sie mit ihrem Los unzufrieden sind. Was quält ihr euch, frage ich. Jetzt haben wir Elizabeth wieder verloren. Und warum solltet ihr das wollen, Winks? Oh. Lassen Sie sich nicht von mir stören. Ist er gefeuert? Eine Fliegereinheit hat ihn mitgenommen. Samuel fand immer, man muss die... Was ist denn das? Das habe ich ja noch nie gesehen. Frommen Worte aus der Kirche im Alltag umsetzen. Die Wissenschaft ist die... Mach mal mehr Schaden für alle Notfälle. Mehr Schaden ist immer gut. Welche Offenbarung des göttlichen Plans. Nach 2 Jahren im Turm des Lamms auf Monument Island erkrankte er an Magenkrebs. Ich betete zum Propheten und der Prophet wirkte ein Wunder an uns durch seinen Diener Fink. Ich weiß nicht, ob ich mich je an einen Ehemann gewöhne, der an ein Metallskelett gefesselt ist, aber besser ein Handyman als gar kein Mann. Aha. Besser als ein Handyman als gar kein Mann, ne? Boah, das ärgert mich ein bisschen, dass die Aufnahme verkackt hat. Aber nur ein bisschen. Dieses privater Grund. Wenn du Ärger suchst, stehe ich liebend gern zur Verfügung. Halt mal. Könnte alle platt machen. Nur für Mitarbeiter.
benehmen mich dabei. Guten Tag, ich mache ein Praktikum. Bist du der? Sagt gar nichts. Oh, safe. Weil er täglich zu den Gründervätern betete, wurde heute von der pro-unionistischen Polizei von Green... Oh, der hat mich kurz erschreckt. Oha. Nee. Wollte doch nur ein bisschen im Safe schauen. Wie hätte ich denn... Hätte ich den vielleicht ohne Karte fertig machen können, oder? Keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. War so friedlich bis vor kurzem. So. Jetzt fehlt uns ein bisschen Salz. Füllen wir hier schnell auf. Guten Tag. Ja. Soll ich da durchgehen? Ist das ein verstecktes Gebiet? Kann ich nicht durch. Nö. Oder? Das? Nee. So, dann sind wir. Hau bloß ab, du Drecksgöre. Willst du wissen, was wir mit hübschen, blinden Passagierinnen machen? Lieber nicht. Na, Elisabeth. Hey! Hey, jetzt warte doch mal! Gehen Sie weg! Wieso leuchtet das? Ich hab dich schon verloren. Egal. Ich will bloß mit dir reden! Sie sollen weggehen! Ich muss mich kurz umsehen. Elisabeth, mach den Riss hier. Danke. Elisabeth! Mhm. Jetzt warte doch! Gehen Sie weg! Ich bin nicht sauer auf dich! Vorsicht! Weg da! Aus dem Weg!